Wir sind immer noch in Blantyre und befinden uns jetzt auf dem Gelände der Jerusalem Baptist Church in der Shigomola Township. Und diese Gemeinde hier, die Jerusalem Baptist Church, hat eine Partnerschaft mit der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Berlin-Lichterfelde-Ost, also mit der Bethel-Gemeinde. Und aus beiden Gemeinden habe ich jetzt jemanden hier, nämlich Beate Bockemühl, Diakonin aus der Berliner Gemeinde, und Ndu Ntonda, Gemeindeleitungsmitglied der Jerusalem Baptist Church. Und zunächst einmal, Beate, möchte ich von dir gerne wissen, diese Partnerschaft, die besteht ja seit 2 Jahren. Wie sieht das konkret aus? Was macht ihr oder was habt ihr bisher gemacht im Rahmen dieser Partnerschaft der Gemeinden? Also der Höhepunkt der Partnerschaft war, dass wir letztes Jahr 3 Gäste hatten. Ndu war bei uns und Fletcher und Clara Kaia. Die waren als Gäste bei uns 3 Monate und das war eine ganz tolle Zeit. Das hat unsere Partnerschaft auch nochmal belebt, weil wir viel voneinander gelernt haben. Also wir haben uns kennengelernt. Ja, das war wirklich nochmal sehr hilfreich. Und ansonsten übers Jahr tauschen wir E-Mails aus, Gebetsanliegen. Wir beten füreinander und hören voneinander, was bei uns so aktuell los ist in den Gemeinden. Wie sieht das konkret aus, dieser Austausch über die weite Distanz? Also wie bleibt ihr da technisch in Kontakt? Ja, also wir haben eine Kommunikationsperson, eine Person aus unserer Gemeinde und eine hier aus der Gemeinde, die das über E-Mail machen. Und mit einzelnen Mitgliedern machen wir auch WhatsApp-Austausch. Also ich tue mit der Ndu regelmäßig eine WhatsApp verschicken. Mhm. Mhm. Ja, wir haben von Beate Bockemühl gehört, dass Ndu Ntonda letztes Jahr in Berlin-Lichterfelde war. Und von ihr möchte ich jetzt gerne wissen, wie sie das erlebt hat. Beziehungsweise sie hat mir gesagt, dass es für sie eine gute Erfahrung war, in Deutschland zu sein. Und ich möchte gerne wissen von ihr, warum. Ndu, you told me that it was a very good experience for you to come to Germany. Why was it a good experience? Yeah, it was a good experience because it was my first time to go to Germany and to go to Europe and to go out of Africa. Also es war für Sie das erste Mal, dass Sie Afrika verlassen hat und in Deutschland und in Europa war? Yes, it was good because when I went there, I experienced many things, even the way they live, different from us that we live in Malawi. Also sie hat wahrgenommen, dass es einen großen Unterschied in der Lebensweise gab und das war für sie eine interessante Erfahrung. And do, what were the differences? You said that there are differences in the way to live. How did you perceive those differences? Where are those differences? In what field? They were first different. It was the weather. The weather in Malawi, in Africa, it was different in German. And the other different is how they live. Their houses are different from us in Africa. And even the way they go to church, we have in Africa, we have a long service. While in German, they have a shorter service. Okay, also eigentlich die ganze Art und Weise zu leben, das geht los, naja, mit der Lebensgestaltung, aber eben auch mit den Häusern, in denen man lebt, die ganz anders aussehen hier in Afrika als in Deutschland. Und auch die Gottesdienste werden ganz anders gefeiert. Die werden hier nämlich also in Afrika länger gefeiert. Aber da möchte ich gerne bei Ndu nochmal nachhaken, wo genau diese Unterschiede bestehen. You were talking about the differences in church life and church service. So maybe you could tell us a little more about the differences in church life. Oh, in church life, we can say that in our church we have got many children. When I go there, I found that there are small children in the church and they have many old people there in their church. While it was different in us, in our church. Also schon ein großer Unterschied ist in der Altersstruktur, dass es hier, das sieht man jetzt schon auch auf diesem Video, wenn man sich ein bisschen umschaut, viele kleine Kinder gibt in dieser Gemeinde hier in Malawi und in Deutschland. Da war jetzt auch in der Gemeinde die Altersstruktur anders. And maybe differences, also ich würde auch gerne noch wissen, die Art und Weise, den Glauben zu leben, was sie da für Unterschiede gesehen hat und wie sie vielleicht auch von der deutschen Gemeinde etwas gelernt hat. So you were talking about like the age and maybe how was the way to believe and the way to live faith different in Berlin from Jerusalem Baptist Church? And what could you learn maybe from Berlin? Well, I learned that we have to take care about for the old people,
because we have to stay them together so that we can talk to them about Jesus, about God, and we can take care of them. And even the way they live, we have to, I learn also how to have time so that we can have time to read the word of God, because if we when we were there, we have time with them, with their congregation from the church, Bethel Church, so that we have time to read the word of God and to discuss about the word of God. Okay, also sie hat, du hat in der Gemeinde in Berlin, in dieser Gemeinde, in der es mehr ältere Leute gab, gelernt, auf ältere Menschen einzugehen. Also sie hat gelernt, dass man sich Zeit nehmen muss für die älteren Leute, Zeit verbringen mit ihnen, dass man mit ihnen auch über den Glauben redet. Und dieser ganze Umgang hat sie sensibilisiert bei ihrem Aufenthalt in Deutschland. Und jetzt möchte ich gerne noch von Beate wissen, du bist jetzt seit einer knappen Woche hier in Blantyre. Was waren für dich Highlights oder was hat dich besonders bewegt jetzt in dieser Woche? Also ein besonderes Highlight war für mich der Tag, wo wir mit den Frauen zusammen hier gekocht haben. Also ich habe Erfahrungen gemacht, die würde ich in Deutschland nie machen. Also ich habe zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben einen Huhn gerupft. Dann habe ich mal geholfen, Wasser zu holen von der Wasserstelle und habe gemerkt, wie schwer das ist. Also ich habe den Wasserpott nicht voll gekriegt. Dann überhaupt, wie viel, ja, wie schwer die Hausarbeit auch ist, körperlich. Die lange stehen, dann, wenn die spülen, das ist, glaube ich, unheimlich anstrengend und wie viel leichter es wir haben. Berührend war eine Erfahrung gestern. Also wir erleben ja hier sehr große Gastfreundschaft, also hin und her in den Häusern. Wir werden sehr herzlich überall aufgenommen. Und gestern Abend waren wir für mein Empfinden in einem sehr armen Haus zu Gast und wir haben da gegessen und nachher hat der Fletcher dann die Gastgeber reingerufen, hat nochmal so gesprochen und hat dann gesagt, dass wir doch auch in Christus verbunden sind und das wurde für mich auch nochmal besonders deutlich, als wir zusammen gebetet haben, also in Deutsch und Tschetschewa, dass ja, diese Sprach- und Landesgrenzen überhaupt keine Rolle spielen, sondern dass wir in Christus eins sein können und das berührt mich sehr auch überhaupt in der Zeit hier. Mhm. Beate Bockemühl, vielen Dank für das Interview. And Ndun Tonda, also to you, thank you very much for the interview. Ja, und ich bedanke mich fürs Reinklicken und wir melden uns demnächst wieder aus Malawi. Ciao.